So, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Und ja, jetzt bin ich hier in diesem Zimmer angekommen, hier mit Dex. Ja, und jetzt mal schauen, jetzt soll ich mich hier ins Badezimmer begeben. Tun wir mal. Ja, sieht sehr schön aus hier. Was soll ich machen? Geh ins Badezimmer, bin ich. Ist das ein Klo? Soll das ein Klo sein? Haben wir hier. Ah, hier ist das, was ich aufheben kann. Ah. Ist die Frage, ja. Was ist das jetzt hier? Bin im Badezimmer. Also mehr geht nicht. Ja, wenn nicht, dann gehen wir jetzt einfach mal zu Dex zurück. Ja, ja. Also, was machen wir? Ja. Ey, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Okay. So ist Kanti. Wie jetzt? Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Alter, den bring um. Scheint, als wähle ich lieber das ruhige. Ich bring dich um! Ruhmreich aufgehen können andere. Ich glaube, ich hab's durchgespielt. Alles klar. Was hat der mir den Kopf geschossen oder was? Okay, sieht so aus, als wenn ich neu boote. Wie fängt das Spiel jetzt erst an? Jetzt nicht sicher, was jetzt passiert. Hey. Moment. Hey. Ich bin doch hier gar nicht der gerade war. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Ach Quatsch, ich bin jetzt der. Warum das? Okay. Kannst du die Waffe nehmen? Das ist ja lustig. Dann gehen wir mal hier auf die Bühne, oder? Ja, mit der Knarre hier erstmal schön ans Mikro ran. Ich weiß nicht, ob ich da in der ersten Reihe stehen will, wenn der die Waffe in der Hand hat. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Ja, irgendwie sehe ich jetzt gar nicht durch hier. Ihr vergeudet euer Leben. Bleib immer mal Johnny. Hinterher wie Hündchen. Es wäre ja die Frage, ob ich. Also mein eigentlicher Charakter jetzt tot ist. Du kannst immer noch zurück. Hast du so ein bisschen einen roten Bart? Ja, ist ja lustig. Willst du, dass ich aufgebe? Klingt eher nach dir als mir. Weißt du warum? Weil du schon immer eine ängstliche Pussy warst, Carrie. Ah, die scheinen Freunde zu sein. Lass dir endlich Eier wachsen. Zeit die Zukunft als. Mit der Dolle da, ja. Als Haare. Gut. Du bist spät. Ich hatte noch ein Konzert von mir. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaat. Das ist sauer. Und der hat ja keine Ahnung. Silverhand? Hey, Scheitern! Silverhand. Johnny Silverhand. Setz das auf und nimm es nicht ab. Klar? Schöne Sommersprossen hat sie. Jetzt geht alles hoch. Oh, nee, doch nicht. Also, kommt mir so vor, als wenn wir jetzt in den Gedanken sind von dem und das alt nochmal wieder erleben. Ach, guck mal, ja, 2023. Das ist wahrscheinlich schon
Wenn es jetzt Jahrgang ist, dann ist es schon eine Weile her auf jeden Fall. Was da draußen abläuft, waren wir das? Weil wir sind ja, denke ich mal, 2077 im Jahr. Ist das hier eine Waffe? Lateralschäden, auch Teil seines Plans. Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Trampen. Schluck die Gewissensbisse runter. So, jetzt bin ich aber gespannt, wenn wir hier endlich da sind. Also Leute, ich muss sagen, ich schieße nicht. Oh, ich kann nicht die Schütze übernehmen, so weg. Sehr geil. Da hat ja auch nichts getroffen. Oh Gott, was ist das? Ja, alles klar. Ich muss die Schütze ja einfach wegmachen hier. Ja. Den meisten Schaden machen im Heli. Okay, jetzt seid ihr dran. War auch nicht schlecht, ich meine, das fette Kaliber sein hier. Aber ich kann ein paar Mal auf die Ruft ballern. Ja, die halten gut mit aus. Ja, komm her, ja, irgendwann. Ja, komm mal. Hier den nicht. Jo. Aufgeräumt. Da ist er was. Nö. Also es kommt flieg in der Ehrenrunde hier. Okay. Murphy, hab den Zugangspunkt gefunden. Los. Verfeindet. Fahrstuhl scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Schon cool, ey. Die Stimme von dem ist genau die, die im Film ist. Also die echt Sprecherstimme sozusagen. Was, habe ich jetzt nur eine Waffe? Ja, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Na gut. Fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy. Mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Das sieht, du bist aus wie 70er Jahre mit den Haaren hier. Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Alter, quatsche sich hier, mach den Ding auf hier. Da los! Der Typ ist ein verfickter Psycho! Noch mehr! Okay. Wow! Alter, dieser Fahrer hat nicht gerade 2000 Euro Schaden gemacht. Zeig's ihm! Das ist geil. Aber jetzt nur 800 Euro. Oh, eine Fresse, ey. Ich will die Uhr haben. Hoffentlich beide die. Oh, 2200. Da ist ja geil. 2400. Oh, geil. Murphy, sie suchte mit Fingern, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Oh. Bushido 2. Wie ist die Bombe nochmal? Bushido 2? Wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Sakra Elite im Anmarsch. Ja, los, dann guck mal wieder raus, wa? Schieß die Kabel durch. Was für Kabel? Da. Schmeiß die Rotoren an. Die vom Fahrstuhl. Ja, soll ich doch sagen. Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Ich wusste es, verdammt. Ja, tut mir leid. Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast 4 verfickte Minuten. Der Hubschrauber wartet keine Sekunde länger. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. Oh, Mauer. So wie der Rest der Welt. Geil.
Das ist eine geile Waffe, ist hoffentlich kann ich die Spinne haben. Oh, scheiße, ich dachte, der ist down. Vor allem, ich habe ja mal 400 Lebenspunkte da oben links. Ist ja mal obergeil. Hä? Da. Und tschüss. 2700 Schaden. Okay, hier haben wir schnell hier hoch. Muss mal die Maus noch ein bisschen feiner einstellen hier. Er hat mich angegriffen! Ja. Oh Gott. Mach dich fertig! Der raus hier ran. Warte, ich lade doch gerade nach. Die Animation vom Nachladen ist auch Hammer. So. Bin gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Also wenn du da später so ein USB D-Kabel nicht hast, war es ja echt schlechte Karte. Willst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig. Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen. Und seht. Nun schalten wir zum Arabien. Ja, und auf YouTube. Wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Mbole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Alter, hat die Kabel abgerissen. Die ich nochmal brauche. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Okay. Den Ausgang kennen wir ja. Okay, ich denke mal, der hält mir Shit. Aus. Das ist Adam Smasher. Hey, das ist doch der so gepanzert war. Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Die Ernst, ich stand da schon davor, ich hätte doch. Oh Mann, ey. Smasher! Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Ich geh mal. Oh. Und so sind wir tot. Das zweite Mal. Ich denke mal, das ist alt auf diesen Chip drauf. Ich bin der Bürger, aber. Ist das hier ein Notarzt? Ja, was schiebt der mich? Das schiebt mir bestimmt zu der Trage auf so ein Ding hier, so ein Arztwagen da. Der Liege, genau. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Alles klar. Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey Opa, dich kenne ich. Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm.
Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Das sagt ein Erlebender. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Das ist ja wie ein Film hier. Nase. Kono yona koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. Hajimero. Lädt hoch. Na gut. Okay, wir sollen da hingehen jetzt so. Ach, das ist der Johnny. Total abgefahren hier. Bleib doch mal stehen. Ach, voll abgefahren. Ah, jetzt so. Und du? Wer bist du? Gewiss jetzt selber, nee. Oh, scheint, dass ich jetzt wieder aufwache. System Neustart. Diagnose. Sicherheitssystem. Okay. Gott, wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ich bin wieder ich. Ich hab ein leichtes Augenproblem, oder ist ein Bug? Man weiß nicht. Schließlich Cyberpunk. Die auch mit ganz schön mit ihren ihren Bugs zu kämpfen hatte. Das Geilste haben welche im Internet entschuldigt, damit die Bugs müssen sein. Das ist halt die Cyberware. Aber man hat gesehen, dass das einfach mal kein Bug war, kein Soll-Fehler, also dass es so guckt, sondern dass das einfach mal ein Bug war. Nee, du schießt jetzt nochmal auf mich. Da flipp ich aus. Ja, schmeißen sie mich weg, dann holen sie mich jetzt wieder raus da. Was los? Ja, Dicke. Schwerer als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Okay. Davon kriegt ja jeder einen Kopfschuss. Hilf mir lieber. Okay. Hätte ich Fuck sagen sollen? Guck mal da vorne, Junge. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Gib deine Ruhe, brauchst mir die Fresse hauen.
jetzt kriegen wir zum Heilen. Oh, der wurde bestimmt jetzt eingeschossen, so wie der aussieht. Oh. Alter. Komm, gib mir eine Knarre. Doch, wir brauchen doch eine Knarre. Ey, ich muss schon die Knarre wieder haben. Das war ja mal einiges geiler. Vielleicht kann ich mal Schaden an. Das geht nicht mehr. Das Helle sind sie nicht, war mit Motorrad gegen Autorampen. Jetzt komm, komm, komm. Ey, jetzt hab ich aber Feuer von getroffen, also wirklich. Das ist ja wirklich jetzt, also das ist eine schlechte Macht, man sieht auch nicht mal die Trefferfeedbacks. Ja, du. Ist ja nicht so, als ich das vorhab. Nicht vorhab. Oh. Aber was ist das für ein Flieg, ey? Oh, guck mal, irgendwie ist ja wie Zero in der Terminator hier. Oh, mach doch, ey. Wenn du mal ordentlich fahren willst, du Schnaller, ey. Ey, der Musik hat umsonst geschossen, der wäre sowieso dagegen gefahren wahrscheinlich. Oh Gott. Jetzt wäre ich schon wieder irgendwo hingezerrt. Wie, du kippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Und jetzt gleich noch den. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Reparateur, dem du vertraust? Wir müssen zu einem Reparateur. Schnell! Victor. Flickt uns zusammen. Genau, Victor. Wer trägt uns hin? Irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Ja, du hast alle erschossen, die kenne. Okay. Schon gut. Guten Tag. Meinen Scanner zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwändermuskel sind zusätzliche Auto. Neuralbuchsen sein. Ich versehentlich eine Vene treffe. Stirbt er? In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Verbrüchen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir ihn rein. Was macht er denn jetzt da im Auto? Jetzt wäre ich schon wieder irgendwo hingeschleppt. Bewegt mich ja mehr rückwärts als vorwärts. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Ja, wir haben so einen Kopf geschossen und was hier alles. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue.
Also ich sehe jetzt überhaupt gar nicht durch, was hier überhaupt passiert, warum immer alle gegen mich sind hier. Vielleicht könnt ihr euch das ja erklären. Ich weiß jetzt nicht, was hier Phase ist. Erst wollte mir der mich da umbringen, oder nicht? Und vor allem Dex? Dann schießt er auf mich, dann zieht er mich mit zu denen da. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr da wisst, was hier Phase ist. Oder ob ihr jetzt schon gespielt habt, das Spiel. Aber nichts verraten. Ja. Jedenfalls nicht, was jetzt schon, was jetzt noch kommt. Jo, hallo? Das ist ja wie nach Narkose. Wenn du aufwachst und einen Durst hast, wie so, und nicht sprechen kannst, weil du Durst hast. Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Und hier geht's ja wieder gut. Achso, es sind ein paar Tage jetzt vergangen. Ah, okay. Schulter hauen so. Ja. Geiler Lee, Typ. Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen. Boah, der Adler auf die Füße, ey. Sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Auf einer Bühne kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann geile Tattoo, aber Round 1. Round 1. Das bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann schon cool, versprich mir nicht zu lachen. Platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Sie haben mich getötet, Vic. Hatte noch nie so eine Angst. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, Vic. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer, Vic? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Auf jeden Fall hat er eine geile Knarre gehabt. Ja, aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Was dann? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Mhm. Du hast nicht mehr lange zu leben. Ja, ich war eh schon ein paar Mal tot jetzt gerade. Silverhands Konstrukt also Routine. Überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Nee. Ich muss sterben. Ich werde sterben. Behauptest du richtig? Beweise es mir. Tot. Erschossen. Dex hat dich erschossen. Die Kugel hat deinen Chipslot und dein Gehirn verletzt. Der Biochip hat dich wiederbelebt und kurzschließen lassen. Daten in deinen Kopf hochgeladen. Ja, nicht schlecht, hat einen Kurzschluss. War dein Gehirn ein leeres Gefäß, das mit dem Engramm auf ihm gefüllt werden musste. Leeres Gefäß? Aber ich bin hier. All das bin ich.
Der Splitter liest nicht, er schreibt. Deine Kopfschmerzen? Der Biochip verbindet deine neuralen Pfade neu, schafft neue neurale Strukturen und beseitigt die alten. Aus Sicht des Splitters bist du alles, was übrig ist. Ein Tumor, der entfernt werden muss. Ja. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Okay, hat uns eindeutig gesagt, das sieht nicht gut für uns aus. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit schon wieder tragen? Zusammen. Oh ne, schlief mir Falk im Rollstuhl. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Ja, dann sind wir jetzt zu Hause hier, im gemütlichen Heim. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Guck mal, da hast du überall im Fernseher dran. Meine, ist das eine geile Lampe? Ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Mhm. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Ich muss mich hinlegen. Hier, ich habe noch was für dich. Was denn jetzt noch? Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Was? Ein Glücksbringer. Ach so. Die Kugel da drin, wollte gerade sagen, wir suchten die Kette da drin. Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Du bist wunderbar, Misty. Misty. Danke. Gute Nacht, Vi. Süße, friedliche Träume. So, dann legen wir uns jetzt mal hin. Und morgen früh ist alles gut. Oh, die Kugel hat mir Dex reingejagt. Wenn er leben würde, würde ich mich rächen. Dex ist tot, Jackie ist tot. Ach, wo soll das hinführen? Bin ich wieder alleine hier? Oh, guck mal, da ist mein Untermieter. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Also jetzt? Ah, da. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? So, okay Leute. Also, wir haben jetzt schön ausgepennt. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.